Gerade noch rechtzeitig konnte am Dienstagvormittag ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Urneburger Straße in Gandakesee aus seiner brennenden Wohnung flüchten und einen Notruf absetzen. Die Feuerwehr rettete einen zweiten gehbehinderten Mann vom Balkon. Die beiden Männer blieben nach ersten Angaben der Polizei unverletzt. Zwei weitere Bewohner waren zum Glück nicht zu Hause. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Brand in der Küche der Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Weniger als eine halbe Stunde nach der Alarmierung war das Feuer gelöscht. Im Einsatz waren laut Polizei rund 30 Kräfte der Feuerwehren Gandakesee und Havekost Hengsterholz. Angaben zur Brandursache und zum Schaden kann die Polizei noch nicht machen. Sie beschlagnahmte im Anschluss an die Löscharbeiten den Brandort und nahm die Ermittlungsarbeit auf. Die Gemeinde Gandakesee kümmert sich derzeit um die Unterbringung der 10 Bewohner des Mehrfamilienhauses, die vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können.